Hallo und willkommen mal wieder zu Nikos Pflanzenreich. Es geht heute weiter und ihr seht wieder einen richtig schönen großen Unterschied hier im Garten. Und dazu führe ich euch sehr gerne ein. Hier, also es hat sich wieder sehr viel verändert. Wir fangen mal einfach mal mit den ganz großen Pflanzen an, wie wir das immer getan haben. Genau, dann lasst euch inspirieren auf die Reise der wunderschönen Pflanzen hier im Garten und los geht's. So, nächstes Update der sehr großen Sonnenblumen. Ihr seht einen richtig schönen großen Unterschied die Woche. Die Köpfe haben sich jetzt geöffnet und sind noch nicht fertig. Aber ihr guckt euch diese schöne Gelbe an, also richtig intensiv. Und ja, ich liebe Sonnenblumen. Gut, dass ich sie alle doch stehen gelassen habe. Das war also kein Fehler, meiner Meinung nach Erachtens. Und weil ich die Seitentriebe auf den Ecken vor 3 Wochen abgenommen habe, hat die ganze Kraft nach oben geschleust und deswegen hat die auch so große Blätter gemacht können wahrscheinlich. Und da oben, die ersten Bienen trauen sie sogar schon bei der ungeöffneten ran. Ich hoffe, ihr könnt das wenigstens sehen. Ja, die sitzt jetzt da drin im Kopf und macht jetzt ein paar Dummheiten, Frechheiten, sage ich mal als Spaß dazu, und bestäuben den Kopf ordentlich. Jo. Um noch was dazu hinzuzufügen. Ihr könnt es jetzt auch erkennen, die Stämme sind noch ein ganzes Stück dicker geworden. Mein Kameramann ist das auch aufgefallen. Und ja, man sieht sogar, sie sind sogar unten sehr stark verholzt. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt hier. Also, und es ist auch richtig zugewachsen im Topf. Ich krieg den so nicht raus. Wenn ich den jetzt rausnehmen würde, mit den ganzen Wurzeln reißen, die Sonnenblumen würden das nicht überstehen. Wegen der Größe. Die brauchen die ganzen Wurzeln für die Versorgung. Ja, also richtig unten schön stark verholzte Stämme. Also, das ist gut erreicht worden. Und genau, das wäre es zu dem Thema dieser 2 großen Sonnenblumen. Und ich weiß nicht, ich bin auf jeden Fall klein. Wenn ich den Topf runterziehe, sind sie genau auch immer noch größer als ich, würde ich sagen, 10 Zentimeter, bei 2 Meter ungefähr. Und klappt, auch bei kleinen Töpfen. Einwandfrei. So, es geht los, liebe Freunde. Nächste Woche kann die Ernte, also bei den ersten Weintrauben, auf jeden Fall beginnen. Sie werden lila, also der größte Haufen. Und das ist ein sehr gutes Anzeichen, dass sie demnächst alle reif werden, wahrscheinlich Ende nächste Woche, wenn mein Kameramann zurück ist. Und ja, ihr seht, selbst diese haben es noch geschafft. Die werden jetzt auch lila und genau. Hinten, ich werde mal gucken, ob ihr das ganz gut sehen könnt. Hier, allein das hier, also die geben hier wird nochmal richtig Energie reingestoßen. Hier sieht man teilweise, wie groß manche Trauben sind vom Habitus. Also sie werden immer dicker und dicker. Hier auch. Ich freue mich. Und dann können wir euch auch zeigen, wie wir das mit dem Weinballon machen, also mit der Herstellung dann von professionellen Wein. Und ja, ihr könnt gespannt sein. Also es ist noch nicht alles. Da hinten sind auch viele große Weintrauben teilweise. Wir kommen vielleicht auf einen Nettoertrag von mindestens 10 Kilo, würde ich sagen. Also ich übertreibe nicht. Ich kann tatsächlich sagen, es kann passieren. Ja. Und genau, hier sind auch 2 große da hinten. Da, ja. Hier, die haben nämlich auch, die wiegen auch ordentlich, die beiden, alleine diese beiden schon. Das sind mindestens schon was 100 Gramm, diese 2. Gut, 10 Kilo ist vielleicht übertrieben. Ich gehe mal aber auf 6 bis 7 Kilo, würde ich sagen, runter. Ja. Und wie gesagt, ich weiß nicht, ob die großen, also die Grünweintrauben, es noch schaffen. Ich würde die noch dran lassen, die restlichen tatsächlich. Und die würde ich dann später dann dazugeben, also in die Weinherstellung, genau. Das wäre zum Thema halt wunderbarer Wein. Das wird schöner Rotwein hier wahrscheinlich am Ende. So, ich fange wieder mit dem Blauglockenbaum an als Update. Guckt euch an, wie groß der geworden ist. Noch ein ganzes Stück größer, ja. Eine Woche ist wieder vergangen. Wieder eine Veränderung. Der hat ordentlich Regen bekommen. Ich glaube, vielleicht liegt das auch daran. Wer weiß, ja. Und neben mir das große südamerikanische Zuckerrohr, was überall mittlerweile auf der Welt angebaut wird. Ich weiß nicht, ich kann zu dem Zuckerrohr Folgendes sagen. Dass es auf jeden Fall demnächst seinen Höhepunkt hoffentlich erreicht, dass wir dann auch tatsächlich auch den Zucker ernten können, sozusagen, der sie jetzt mit der ganzen Zeit hier gemacht hat. Aber hier würde ich bis maximal Mitte September noch 2 Wochen warten wollen. Dann werden wir einen Vergleich ziehen, ob es sich lohnt, jetzt schon also dann da jetzt schon zu ernten oder nicht. Weil ich kann es nicht sagen, es ist auf jeden Fall riesengroß geworden, das Zuckergras, 2,30 Meter. Der noch größer hier, über 3 Meter würde ich sagen. Ja, genau. Also sei gespannt, hier passiert noch einiges. Im Bereich der exotischen und tropischen Pflanzen bei mir, genau. Und ihr seht, ich bin halt
kleiner Mensch geworden, also richtig klein, nach dem Motto. Genau. Also ich bin stolz, also ein Besitzer eines Zuckerrohrs zu sein. Und aber ich sehe Folgendes, Leute, es könnte sicherlich darauf hinauskommen, dass es bald tatsächlich erntereif ist, weil die Blätter werden jetzt hier schon braun. Ja, es könnte tatsächlich bald hinauslaufen, dass es soweit ist. Aber ich kann es euch nicht genau versprechen, es könnte tatsächlich noch 2 Wochen dauern. Jo. Das wäre es zum Thema Zuckerrohr und ich nehme das Blatt ab hier, das ist sowieso nicht mehr gut. Blauglockenbaum. So, ehe ich es vergleiche, der Kopf ist tatsächlich ja eine Woche noch größer geworden. Er war doch noch nicht richtig offen beim letzten Mal, da habe ich mich noch ein bisschen verquatscht. Aber ihr seht, sie neigt sich wegen dem Gewicht, der Größe der Blume sozusagen oben schon. Weil da nochmal richtig reinkommt, wenn die Samen kommen. Die müssen ja auch noch reifen, das wiegt ja noch mehr, also weil das ist ja alles noch nicht fertig. Und mein Kameramann hat mir ungefähr eingeschätzt, 1,95 Meter ich und fast gut 1 Meter Zuwachs da oben von ihr. 2,80 Meter hat er ungefähr geschätzt. Könnte es tatsächlich auch hinkommen. Also ich würde sagen, wir haben es fast geschafft. Es ist zwar nicht die größte Sonnenblume der Welt, aber sie ist auf jeden Fall eine der größten, kann man sagen. Sie gehört auf jeden Fall dazu. Also in die Guinness Buch Rekorde ist sie nicht drin, aber sie ist in Top 10, eine der größten Sonnenblumen überhaupt dabei, würde ich sagen, im Rennen. Ja. Also wenn ich sie jetzt nicht überschätze, genau. Wie gesagt, ihr seht Unterschied, genießt diesen Anblick. Ich bin mal kurz 10 Minuten still. Und ja. So, jetzt habt ihr das mal erstmal genossen, weil das ist ein toller Anblick auf jeden Fall. Und ich wünsche der Sonnenblume auf jeden Fall viel Erfolg, also für die weitere Chance. Ja, ich guck mal, ob ich den Kopf reinschauen lassen kann, weiß ich nicht. Ja, also... Oh, ja, da ist schön Nektar drin, also das ist schön für alles Mögliche, für Honigbienen. Also eine natürliche, die Nektar auch absondert, deswegen genau. Also ein Favorit ist sie, ich werde sie jetzt hoffentlich im nächsten Jahr wieder so groß bekommen. Und das wäre es zum Thema Sonnenblume, also es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Der karibische Korallenstrauch, er fängt an. Also die Blüten werden jetzt sich die nächste Woche öffnen, wenn wir einen goldenen September kriegen. Das wird nochmal richtig Flower Power, die werden sich zwar keine Samenschoten dieses Jahr bilden, das ist auch jetzt gar nicht so schlimm. Aber Hauptsache, er hat dieses Jahr deutlich mehr Blüten als letztes Jahr. Das kann ich auf jeden Fall bestätigen. Und ich liebe halt dieses richtig intensiv Rot, also dieses richtig so Lippenstiftrot, was wir Männer ja so toll an Frauen finden, wenn wir so schon rote Lippen sehen. Ach ja, das ist auch, ja, das ist ehrlich, ich könnte mich gleich wieder euphorisieren, damit ihr schon mal Bescheid wisst. Also, das ist was ganz Tolles. Ich glaube, da kann man Frauen, glaube ich, auch beeindrucken. So, hier kommen noch ein ganzer Schwung obendrauf. Die sind noch nicht ganz so weit, aber sie kriegen auch schon rote Ansätze unten. Und ihr seht, er ist ordentlich versorgt. Er ist überall grün, also richtig kräfteintensiv. Also er versorgt alles optimal. Und jetzt würde ich das so zeigen, dass hier ist nämlich auch noch was. Hier kommen auch Blüten. Also genau. Einwandfrei, sehr gut. Und hier, wo der Knöterich versucht, sich hier einzumischen. Hier sind nämlich auch wunderbare Blüten. Ah, ja, das ist... Wartet kurz, ich muss irgendwie gucken, dass ich diesen Knöterich... Ach, stimmt, der hat ja so gute Stacheln, Dornstock. Das... Ich muss ihn hier auf jeden Fall abtrennen. Ah, der ist schon härter, aber ich habe ihn. Ja, jetzt geht er ab. So. Boah. Guckt euch das an, wie er sich hier eingeschlichen hat, Leute. Also das ist ja wirklich, also das geht gar nicht sowas. So, ich mache das kurz ab, damit ihr das alles gleich gut sehen könnt. So. Ja, jetzt könnt ihr ihn sehr gut sehen. Ja. Also hier ist er auch schon sehr, sehr weit fortgeschritten mit dem Blütenstamm, nenne ich mal so. Und er hat auch einen schönen dicken Habitus, also einen dicken Stamm unten gebaut in der Zwischenzeit.
Hier ist wieder dasselbe im Grün, wieder in der Knöterich. Also das ist, ich weiß, die Natur, also es hat das so gewollt, aber ich möchte das nicht. So, hier, es ist alles offen. Ich hoffe, ihr könnt das alles sehr gut sehen. Und also ihr seht, es wird noch einiges passieren. Es wird wunderrot werden, also richtig intensiv. Ja, ich kann euch nur empfehlen, so einen Strauch zu halten. Der braucht halt viele Jahre, also viele Jahrzehnte, bis der halt dann irgendwann, na gut, am Anfang, wenn er noch ein ganz junger Strauch ist, braucht er 5 Jahre, dann fängt er an mit der Blüte. Der hier müsste maximal 6 Jahre wahrscheinlich sein. Ja, er kann also noch größer werden, er wird noch viel, viel größer und gewaltiger. Das wäre zum Thema karibischer Korallenstrauch. Und der muss ab immer ins Winterquartier. Hier seht ihr das indische Blumenrohr, die Kala. Wunderschön. Und das Wichtige ist Information, letzte Woche gesagt, für euch, die mich noch nicht kennen. Die werden von Fledermäuse und Kolibris in der Gegend, in Haiti und überall bestäubt. Also die wachsen da über wild. Und in den Hotelanlagen werden die auch natürlich kultiviert. Die gibt es sogar auch Zierengweide, das sieht klasse aus. Also hat ein richtig schön intensives Gelb. Und dann ist jetzt noch eine Blüte richtig kräftig aufgegangen. Und genau, ist ein schöner Zierwert auf jeden Fall. Das wäre zum Thema die Kala. So, jetzt seht ihr die große Tamarillo. Und nach der Einschätzung zufolge von dieser Sonnenblume, weil die ja so groß ist, fast wie ein Basketballspieler, ist die alleine in der Erde, habe ich nochmal mal gefragt. Auch ungefähr so, ich weiß nicht, guck gerade mal. Ja, erst knapp mehr, 2 Meter, würde ich sagen. Bin mir aber nicht gerade ganz genau sicher. Aber sie hat auf jeden Fall nochmal ordentlich an Höhe zugewonnen. Und natürlich von den Blättern. Also sie haben nicht, soll man sagen, also es ist gigantisch. Also die Blätter sind wirklich noch ein ganzes Stück größer geworden. Ich habe also nicht zu viel versprochen. Also das ist, ja, ihr seht das schon alleine. Und hier die alle, die werden auch noch ganz groß. Wenn der September nochmal ordentlich Power im Petto hat, kann die nochmal ein Stück größer werden. Und ihr seht am Stammhabitus, was mich so stolz macht. Die Stammdecker, guckt euch das an. Guckt euch diesen, das ist so, ich kann ihn einfach anfassen. So. Und der ist in einer Saison so dick geworden, einer Saison. Wenn ihr wüsstet, in Südamerika wäre da wahrscheinlich ein ganz großer Baum wahrscheinlich mit 5 Meter alleine in einer Saison. Unübertrieben, weil es da ja immer warm ist und genug Sonne scheint, das ganze 12 Monate. Davon kann ich ausgehen, dass wir dann da ganz viele Baumtomaten ernten können. Ja, sie will mir aber noch keine hier in Deutschland bis jetzt präsentieren als Blüte. Zumindest nicht mal als wunderschöne weiße Blüte. Genau. Ich müsste einfach mal einen Fachprofi fragen, wann es ungefähr da soweit wäre, weil ich wünsche es mir. Also ich wünsche es mir wirklich, dass sie irgendwann mal anfängt als Belohnung, also für uns eine Blüte zu starten, genau. Weil das haben wir uns verdient. Und genau, das wäre es für Riesentamarillo. Ihr seht, die wunderschöne Zierbanane, die rote, die wird immer größer und die hat ein ganz großes Blatt wieder gemacht. Und jetzt, das nimmt immer mehr an Größe und Fahrt auf. Jetzt am Ende des Jahres gibt es nochmal richtig, vielleicht nochmal Glückspower für uns. Ja. Richtig groß, intensiv. Und hier diese Wölbung, guckt genau rein. Das ist toll hier, diese intensiv. So, das ist schon. Und deswegen habe ich sie mir auch geholt. Jetzt seht ihr nämlich wieso. Weil sie wird noch richtig groß. Sie kann noch mehr, 2 Meter groß werden, die Staude. Aber die braucht dafür einen längeren Sommer. Und wir haben lange keinen warmen Sommer gehabt. Und das merken die Pflanzen natürlich sofort. Aber sie ist der Meinung, es geht immer noch zum Wachsen. Und ich nehme es mit. Ja, nehme das alles sehr, sehr gerne mit. Und hier ist das nächste Blatt am Wachsen. Also es geht weiter. Im Reich der Bananen. Ja, ich habe ihr den 80 Liter vor 3 Wochen gegeben. Damit kann sie richtig schön Wurzelraum besetzen. Und ach, das wird eine Schlepperei, kann ich euch versprechen. Wir müssen uns wahrscheinlich so dann später so einen Hänger mieten. Ich werde dann den Bruder von meinem Kameramann fragen, oder eher gesagt meinen Kameramann, ob er ihn mal anfragen kann mit dem Hänger. Und also zum Ausleihen. Und das wäre es halt, um die alle halt zu schützen vor dem Winter, wenn er tatsächlich stark reinkommt, der Frost wieder. Und genau, das wäre es dazu zu der Rotbanane. So, das wäre es dann. Den Garten, was ihr heute da gesehen habt. Ich hoffe, es hat euch wieder sehr toll Spaß gemacht. Und genau, mal gucken. Ich würde mich auch gar nicht so lange aufhalten. Ich bin zwar kein professioneller Redner und so sagen. Es hat mir
eine Freude bereitet, mit euch zusammen hier das alles so zeigen zu dürfen. Und genau, das wäre es heute. Also ich schließe damit das Thema Garten heute ab. Und nicht vergessen, noch auf der Abo-Glocke zu drücken, damit ihr keine Videos mehr verpasst. Das ist ganz wichtig. Und bis bald, euer Nikos Lanzenreich.